Es steht ja auch einfach nur vor der Tür. Echt schon? Katze. Ah, wer kommt denn da? Dich haben sie geschickt? Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg Carlo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hä? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast? Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du das endlich? Joe, du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clementi dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbürgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du, elender Schwachkopf, dafür büßen. Jetzt, Joe. Hey, falls du vorhast abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito! Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Denk dran, worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blick ihn um! Zwei. Sofort! Ein loyaler Freund. Ich find das Observatorium total geil. Sterb, du Arschloch! Verdammt nochmal, leg die zwei Irren um! Alle kannst du nicht umlegen! Von überall. Der ist Raum, der Raum ist rund. Du hast es gerade betont. Freund, nicht nach! Nicht nach! Los, wird's bald! Sie sind nur zu zweit! Los, okay, der war jetzt einfach nicht klar. Was musst du überhaupt tun? Ich sehe nur den Punkt in der Mitte. Ja, da kannst du winnen. Ich denke mal, du kannst auch durch die Sitze schießen. Also, die könnt euch nicht. Verdammt nochmal, legt die zwei Irren um! Idiot, du hast keine Chance! Alle kannst du nicht umlegen! Kannst du zumindest versuchen. Du bist komplett wahnsinnig. Ich freue mich auf, wenn du krepierst. Let me. Los, wird's bald. Sie sind nur zu zweit. Ja.
mitten im Kampf. Magazin zum Alarm. Blaue Konsole. Das blaue Erleuchten. Könnte ich drauf tippen. Wenn du jetzt zur Mitte guckst. Scheiße, worauf hast du? Es leuchtet blau halt. Verdammt nochmal, leg die zwei Irren um! Das. Du hast keine Chance. Alle kannst du nicht umlegen. Noch nicht. Du bist komplett wahnsinnig. Ich freue mich schon drauf, wenn du krepierst. Ja, keine Ahnung. Los, wird's bald. Sie sind nur zu zweit. Was ist denn der Typ überhaupt, der da rumschreit? Sterb du! Oh jo. Joe kriegt aber auch schon ordentlich grad. Weißt du was, Carlo? 10 Jahre lang habe ich nur Leute umgelegt. Ich habe sie für mein Land umgelegt. Oder für meine Familie. Ich habe jeden umgelegt, der mir in die Quere kam. Aber diesmal... Diesmal tue ich's für mich. Scheiß auf dich! Scheiß Wichser. Ich will nur hoffen, dass du weißt, was du hier machst. Keine Sorge, alles bestens. Wirst schon sehen. Tja, was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nichts. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Kapo machen, mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du es nicht gemacht? Du schuldest mir noch $5, Mann. Wegen $5, natürlich. Ich finde, er hat einen sehr, sehr selbstsicheren Gang. Pass auf, du willst wirklich verraten oder so. Das ist Mafia, das würde mich nicht wundern. Ihr geht doch nicht ernsthaft zum Vordereingang raus, oder? Scheiße, was soll das denn? Schon gut, Joe. Alles erledigt? Erledigt. Na prima. Dann haben wir ja was zu feiern. Los, fahren wir ins Bordell. Ey, gute Idee. Na komm, Vito. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Okay, dann treffen wir uns dort. Okay, das ist das große Geheimnis. Hey, hey, was ist denn jetzt los? Wo wollen die mit Joe hin? Sorry, Kleiner. Die Sache läuft ohne Joe.
Was für ein ekliger Cliffhanger war das denn? Ich hab's gehört. Aber ich mochte Joe. Dritter Teil. Ja, aber du sagtest doch selber, die Sopranos, wie die enden. Es ist doch schon eklig. Einfach eklig. Und jetzt hört es euch vorgespult an. Die Frage ist ja auch, wie lange der Abspann ist. Assassin's Creed 30 Minuten. 30 Minuten. Ich würde kein... Also, um Gottes Willen, ihr habt das Spiel schön gemacht und euch gebührt allen Respekt der Welt. Aber ich würde euch nicht alle aufzählen, wenn ihr 30 Minuten bräuchtet dafür. Ich fand's als Zuschauer und finde es als Zuschauer trotzdem immer noch sehr geil. Wir sind beim Publishing, ne? Meinst du, das ändert sich? Also ich fände es total cool. Aber ich könnte es verstehen, wenn du es nicht machst wegen Augenkrebs. Nee, kannst du nicht.